5 effektive Wege, wie du bei Seven vs. Wild ausreichend Essen auftreiben kannst. 1. Folge den Spuren der Wölfe. Dort, wo die Wölfe hingehen, gibt's oft auch was zum Essen. Oder aber Essensreste, die die Wölfe übrig lassen, die du dann als Köder zum Fischen verwenden kannst. 2. Steine und Baumstämme umdrehen. Darunter findest du im Wald Insekten und am Strand Krebstiere, wie wir schon gesehen haben. Alles essbar. 3. Nicht tagsüber sinnlos durch die Gegend laufen, sondern in der Nacht mit deiner Taschenlampe den Strand absuchen. Dort findest du häufig nachtaktive Krebstiere, die du essen kannst. 4. Nachts ins Wasser leuchten, um kleine Tiere anzulocken, die wiederum größere Fische anlocken können. Mit deiner Angel oder einem Netz arbeiten. 5. Aus Strandgut eine kleine Reuse bauen. Diese mit organischen Abfällen füllen und über Nacht am Meeresboden liegen lassen. Am nächsten Tag gefangene Krebstiere entnehmen, die von den organischen Abfällen angelockt wurden. Aber Achtung auf die Red Tide! Ein ausführliches Video über die Red Tide wird auf diesem Kanal bald erscheinen.